Wir probieren das Beispiel jetzt live durchzugehen und durchzumodellieren, nachdem wir heute ausreichend Ressourcen haben. Gut, wir beginnen, vielleicht einfach mal zuschauen, kurz. Wir beginnen damit, das Objekt zu identifizieren. Wichtig an dieser Stelle zu berücksichtigen ist, dass wir tatsächlich jetzt jeweils das Verhalten jedes einzelnen Akteurs in einem eigenen Subjekt beschreiben müssen. Der Knackpunkt an dieser Stelle und das, was sich dann unterscheidet zur BPMN, ist, dass der Elektrofachhandel an sich kein separates Subjekt ist, sondern dass wir das aufteilen müssen in die zwei Akteure, die im Elektrofachhandel agieren, nämlich in den Mitarbeiter und den Geschäftsbereichleiter. Zusätzlich haben wir noch den Kunden als Subjekt, der dann etwas macht. Das heißt, wir reden jetzt im konkreten Fall von drei Subjekten, die wir berücksichtigen müssen. Den Kunden, den Mitarbeiter und den Geschäftsbereichleiter. Und wenn wir uns das Szenario ansehen, dann fließen zwischen diesen drei Akteuren Nachrichten, werden Nachrichten ausgetauscht. Als Drehscheibe drinnen haben wir den Mitarbeiter, also zwischen Kunden und Geschäftsbereichleiter, ist jetzt in diesem Fall kein Nachrichtenfluss, wäre aber natürlich möglich. Also es ist nicht so, dass das immer nur so flach aussehen muss, sondern da wird kann zwischen allen Akteuren oder allen Subjekten Informationen ausgetauscht werden. Im ersten Schritt, wenn wir das einmal durchschauen, schickt der Kunde das Formular mit seinem Smartphone an den Elektrofachhandel, ganz konkret hier an den Mitarbeiter. Die Reklamation wird also da übertragen. Was in dieser Reklamation alles enthalten ist, das überlegen wir uns erst später, dann wenn wir das Geschäftsobjekt dazu modellieren oder beschreiben. Dann passiert beim Mitarbeiter irgendwas, da ist diese Erstprüfung und wenn es den grundsätzlich Garantieanspruch gibt, wenn wir das Szenario weiterleiten, dann geben wir das, diese geprüfte Reklamation an den Geschäftsbereichleiter weiter. Das heißt, da gibt es dann eine Nachricht, wo wir schon berücksichtigen in der Beschreibung, dass das geprüft sein muss. Das ist nicht nur die Reklamation, sondern da war ein Prüfvorgang drin. Geschäftsbereichleiter trifft jetzt die Entscheidung und schickt diese Entscheidung zurück. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu modellieren, wenn wir das an mehreren Stellen diskutiert haben. Man könnte jetzt sagen, ich schicke die Entscheidung jeweils eine separate Nachricht zurück. Das heißt, eine positive Entscheidung ist eine andere Nachricht als eine negative Entscheidung. So haben wir das bei der BPMN meistens modelliert. Sagt, es gibt eine Nachricht positive Rückmeldung, negative Rückmeldung. Die zweite Möglichkeit, das zu modellieren, ist zu sagen, es gibt eine Nachricht, wo wir die Entscheidung übermitteln und in dieser Nachricht steht erst drinnen, ob sie positiv oder negativ ist. Als Analogie in der realen Welt könnte man sich vorstellen, dass wenn es, so wie es jetzt hier modelliert ist, positive und negative Rückmeldungen als separate Nachrichten gibt, dass man schon an den Briefumschlägen erkennt, ob es positiv oder negativ ist, dass also der Briefumschlag rot oder grün ist und man sieht von außen, ob es positiv oder negativ war. Oder wir haben ein neutrales Papier und das, der Inhalt entscheidet erst, ob es positiv oder negativ ist. Beides ist möglich, beides ist in Ordnung, es muss nur im Verhalten anders behandelt werden. Weil entweder ich sehe schon am Umschlag, dann kann ich direkt die Verzweigung am Empfangszustand anhängen oder ich muss den Umschlag jetzt aufmachen und den Inhalt prüfen, dann brauche ich vielleicht vorher einen Aktionszustand, einen Tun, wo ich diese Prüfung durchführe, bevor ich dann die Entscheidung im Verhalten weiterführen kann. So, und dann, das wird die letzte Kommunikation, die noch läuft, ist dann wieder, wo der Kunde sein Gerät plus Rückmeldung zurückbekommt. Auch hier genau das Gleiche. Das können wir wieder mit positiver Rückmeldung oder negativer Rückmeldung unterscheiden. Oder wir sagen nur, es gibt eine Rückmeldung und in der Nachricht drinnen kommt der Kunde dann wissen, ob das Gerät ausgetauscht worden ist oder nicht. Damit wir es jetzt
Rückgabe. Wir, dass wir beide Varianten können, haben nochmal die Variante 1. So, das ist das Subjekt-Interaktionsdiagramm. Jetzt brauchen wir im weiteren Schritt das Subjekt-Verhaltensdiagramm. Oder das Subjekt-Verhaltensdiagramme. Wenn alles funktioniert hat, ist das jetzt ohnehin am Video drauf. Sonst ist es weg. Bei den Verhaltensdiagrammen gehen wir jetzt quasi pro Subjekt vor und beschreiben, was wir diese einzelnen Subjekte machen müssen. Beginnen dann wir beim Kunden. Der Kunde beginnt mit einem Startzustand, in dem er Formular ausfüllt, genau. Und übermittelt das dann an den Mitarbeiter. Das Übermitteln an den Mitarbeiter ist im Wesentlichen ein Sendezustand. Sendezustand, wie ihr im Skriptum mehrfach zu sehen, mit diesem Dreieck an der Unterkante. Und an der ausgehenden Kante nach diesem Sendezustand beschreiben wir, wo es hingeht. Also welche Nachricht an wen übermittelt wird. Das wäre jetzt hier an Mitarbeiter die Reklamation. Damit wir gerade noch an welche Nachricht, hier stellen wir den Link zum Interaktionsdiagramm her. Es geht die Reklamation, das ist der Nachrichtenbezeichner, und an den Mitarbeiter, das ist das Subjekt, das empfängt. So, und das Kunde hat dann nicht viel mehr zu tun, als darauf zu warten, dass wir die Rückmeldung bekommen. Das heißt, das nächste ist dann eigentlich gleich ein Empfangszustand, wo wir auf die Rückmeldung warten. Mit dem Dreieck oben jetzt. Nachdem wir vorher gesagt haben, wir empfangen nur eine Rückmeldungsnachricht, brauchen wir jetzt auch nur an der ausgehenden Kante anführen, dass wir genau eine Nachricht empfangen können, nämlich vom Mitarbeiter die Rückmeldung. Und dann sind wir im Endzustand, wo wir vielleicht noch entweder nur Ende reinschreiben oder noch die Rückmeldung prüfen können, auch das wäre. Was jetzt in diesem Prozess jetzt natürlich nicht berücksichtigt ist, ist, dass man dann vielleicht dann einen Einspruch erhebt oder so. Das könnte man jetzt dann noch dazu modellieren, Rückmeldung anlegen und dann sind wir fertig. Das ist das Subjektverhaltensdiagramm des Kunden. Das nächste wäre jetzt das Subjektverhaltensdiagramm des Mitarbeiters. Der Startzustand des Mitarbeiters ist ein Empfangszustand, der wirklich erst, wenn er eine Nachricht bekommt, nämlich die eingehende Reklamation, die wir von einem Kunden erhalten. Von Kunden Reklamation. Und sobald die eingegangen ist, können wir diese Reklamation oder den Garantieanspruch in diesem Fall prüfen. Das ist ein Aktionszustand. Und diese Prüfung kann zwei mögliche Ergebnisse haben. Ein Prüfungsergebnis haben wir nur als eine Nachricht modelliert. Brauchen wir gar nicht. Wir haben einen Sendezustand und übertragen das Prüfungsergebnis oder senken das Prüfungsergebnis an den Geschäftsbereichleiter. So, auch hier wäre es möglich gewesen, zwei unterschiedliche Nachrichten an den Geschäftsbereich. Aber es gibt schon zwei unterschiedliche Ausgänge. Sorry, mein Fehler. Wenn die Prüfung positiv war, dann übermittelt man das Prüfungsergebnis. Wenn sie negativ war, dann kriegt es nämlich der Kunde direkt zurück. Das habe ich übersehen.
Prüfung positiv. Bei Prüfung negativ senden wir die Rückmeldung an den Kunden zurück. Negativ, dann gibt es keinen Garantieanspruch, dann darf es auch nichts aus. Dann sind wir auch schon fertig. Die Rückmeldung wird an den Kunden gesendet. Genau. Wenn die Prüfung positiv war, dann wird das Prüfungsergebnis übermittelt an den Vorgesetzten und wir warten dann als Mitarbeiter auf die Rückmeldung des Vorgesetzten. Prüfen, ob die Rückmeldung positiv war oder nicht. Wenn sie positiv war, dann wird ein Austausch vorliegen. Wenn sie nicht positiv war, dann wird man die Rückmeldung senden. Damit wir irgendwie in der Zeit bleiben, verkürzen wir das jetzt. Sagen wir, wenn die Rückfreigabe erhalten. Wichtig ist aber, sich zu überlegen, welche Art von Information ist da drinnen, was brauchen wir vom Kunden, das sind die persönlichen Daten, das ist da beschrieben, die personenbezogenen Daten, die Produktdaten, sonst wie das Kaufdatum wird wahrscheinlich für einen Garantieanspruch wichtig sein. Die dann im Laufe der Prüfung wichtig werden.
Also wo das alles wahrscheinlich so was wie von Datentyp her Strings werden. Werden wir dann irgendwo was brauchen, wo vermerkt, ob ein Garantieanspruch besteht. Garantieanspruch ja, nein. Das ist ein Boolean, ein Wahrheitswert, der kann richtig oder falsch sein, aber entweder geben oder nicht geben. Und irgendwo müssen wir dann aufspeichern die Freigabe, das heißt eigentlich die Entscheidung. Freigabe für den Austausch. Ja, nein. Es ist ebenfalls ein Boolean und wenn wir jetzt da die Rückmeldung noch aufbereiten wollen oder dem Kunden Rückmeldung geben wollen, ist es vielleicht sinnvoll, da ein Begründungsfeld noch einzufügen, wo man hinschreiben kann, warum die Entscheidung so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Ein Entscheidungsgrund. Ja, wir haben es schön, ja. Gut, und das war's im Wesentlichen. Das ist das Modell, das hinter diesem Szenario liegt. Gibt's Fragen? Sollte das noch beenden, das Runde mit dem Mix anmachen? Das Runde mit dem Mix. Formal schon, formal ist es ein Aktionszustand, also ja. Dadurch, dass im Endezustand nichts passiert, ist es nicht tragisch. Also die Vision schlecht, da gibt es ja gar nichts ohne irgendeinen Marker, insofern ja.